auf Gemeindeebene, auch hier auf Regionalebene, sind wir wirklich in guten ökumenischen Beziehungen. Einige Fragen können wir nicht lösen. Das ist die Frage Abendmahl, Eucharistie, das ist die Amtsfrage. Aber die anderen Aufgaben haben wir gelöst und da leben wir auch gut drin. Gemeinsame Trauungen, gemeinsame Gebetstage für die Ökumene, Frauengebetstag weltweit. Wir sprechen auch in unsere Gesellschaft gemeinsam hinein, zum Beispiel was den Sonntagsschutz angeht oder jetzt die Betriebsratswahlen. Das gelingt alles und von daher gibt es Zufriedenheit, wohl wissend, dass nicht alles erreicht ist, was erreicht werden muss. Nach Ansicht des katholischen Erzbischofs von Bamberg, Ludwig Schick, funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den beiden großen christlichen Kirchen in Oberfranken also ziemlich gut. 500 Jahre nach Luthers Reformation und der Kirchenspaltung sind sich Protestanten und Katholiken so nah wie noch nie. Das beste Beispiel dafür ist der Ökumenische Kirchentag in München. Und damit ein ganz herzliches Grüß Gott Oberfranken, willkommen zum evangelischen Magazin bei TVO. Vor allem im Sozialbereich arbeiten die beiden Kirchen und ihre Sozialwerke, Diakonie und Caritas, eng zusammen. Und das nicht nur aus finanziellen Gründen. Ein erfolgreiches Beispiel gibt es in Bamberg. Die ökumenische Arbeitslosenberatung, die Idee. Gesund und dennoch preiswert kochen. Kein leichtes für Menschen, die von Hartz IV leben müssen und einen schmalen Geldbeutel haben. Der Kochkurs zeigt, wie es dennoch geht. Wir kochen heute Bärlauchsuppe, Spargelstrudel und Rhabarberkuchen. Auf was man drauf achten soll, saisonal, regional einkaufen, auf die Fertiggerichte verzichten, auf Angebote eventuell drauf achten. Ja, und selber kochen. Lena Farnbruch hat die Kochkurse ins Leben gerufen. Sie ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der ökumenischen Arbeitslosenberatung Die Idee in Bamberg. Die Stelle gibt es seit über 15 Jahren, zunächst allein von der katholischen Kirche. Inzwischen beteiligt sich auch die evangelische Gesamtkirchengemeinde in Bamberg. Dieter Frank ist zum ersten Mal bei diesem Kurs. Scheidung, Job verloren, Hartz IV, trotz Eigenheim bleibt ihm zum Leben nicht viel übrig. Ich hatte zu Hause den Hartz IV-Antrag von der AG mir geholt, bin da ja nicht ganz unvorbelastet durch eine kaufmännische Ausbildung, kann lesen, schreiben, aber habe das mal flüchtig durchgeschaut und habe dann wirklich festgestellt, dass das schon sehr umfangreich ist. Tatsächlich scheitern viele schon beim richtigen Ausfüllen des Antrags. Und der Bescheid von der ARGE, der Arbeitsgemeinschaft von Kommune und Arbeitsagentur, ist sehr oft fehlerhaft. Es sind zu viele Arbeitslosengeld II, sprich Hartz IV-Empfänger, die von der ARGE bearbeitet werden muss. Und da schleichen sich natürlich Fehler ein. Und wir sind die einzige und wirklich die einzige Fachstelle hier in Bamberg, die den Menschen hier helfen kann und Aufklärung geben kann. Sonst macht's niemand. Viel Zeit nehmen sich Petra Zehe und eine weitere Kollegin. Bis zu 80 Ratsuchende kommen hierher, jeden Monat. Manchmal kann Petra Zehe offene Fragen mit einem Anruf bei der ARGE klären. Doch oft muss sogar geklagt werden. Das ist dann Sache der Rechtsanwälte und der Gerichte, nicht mehr der Kirchen. Wir haben von den beiden Kirchen den christlichen Auftrag, Menschen in ihrer Not zu helfen, weil ich denke, das ist eines der Hauptanliegen der Kirche, Menschen, die bedrängt und in Not geraten sind, zu helfen. Und ich denke, deswegen gibt es unsere Stelle. Der Spargelstrudel ist inzwischen fertig. Das ging nicht in 2 Minuten wie beim Mikrowellenessen, schmeckt aber umso besser und teurer war es auch nicht. Die ökumenische Arbeitslosenberatung in Bamberg ist nicht das einzige Beispiel für die gute Partnerschaft zwischen Katholiken und Protestanten. Dennoch, Diakonie und Caritas treten im Sozialbereich auch als Wettbewerber auf. Zwischen Partnerschaft und Konkurrenz. Mein Kollege Paul Schremser im Gespräch mit dem Bamberger Dekan Ottfried Sperl. Wir haben eben die ökumenische Arbeitslosenhilfe, die Idee, in Bamberg kennengelernt. Herr Dekan Ottfried Sperl, Sie sind der Ökumenebeauftragte des Kirchenkreises Bayreuth. Was gibt es denn ansonsten an Beispielen für die gute Zusammenarbeit zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche?
Es gibt eine ganze Reihe von solchen Beispielen, zum Beispiel der ökumenische Pilgerweg zwischen den Dekanaten Pegnitz und Auerbach, evangelische und katholische Seite, mit Tausenden von Teilnehmern jedes Jahr. Es gibt eine ökumenische Gemeindepartnerschaft hier in Bamberg, Memmelsdorf-Lichteneiche, zwischen evangelischer Gemeinde und den katholischen Gemeinden. Es gibt eine ökumenische Obdachloseninitiative, die seit 20 Jahren besteht, in der die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, betreut werden. Oder es gibt punktuelle Aktivitäten, zum Beispiel beim Jubiläumsjahr des 1000-jährigen Bistumsjubiläums Bamberg oder eine ökumenische Nacht der Kirchen, die wir veranstaltet haben. Aber es läuft unwahrscheinlich vieles. Manche sprechen ja gegenwärtig von einer Eiszeit in den ökumenischen Beziehungen zwischen den beiden Kirchen, vor allem in theologischen Fragen, wie zum Beispiel beim Abendmahl, gibt es da immer noch Differenzen, die noch nicht überwunden sind. Aber jetzt mal für die Situation hier in Oberfranken gefragt, wie sieht da die Zusammenarbeit zwischen der evangelischen und katholischen Kirche aus? Also das ökumenische Klima bei uns ist, muss ich so frei und von der Lebe weg erzählen, ganz, ganz gut. Wir haben sehr, sehr gute Kontakte in verschiedenen Kommissionen, die auch offiziell bestehen, zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche. Die Bischöfe, der Erzbischof und der Regionalbischöfin haben Kommissionen, die sie ständig beraten und die auch ständig Kontakt untereinander halten, um auch Dinge, die möglicherweise kritisch sind, miteinander aufzuarbeiten. Trotzdem, wo hakt's denn? Es hakt sicher an den leidigen Fragen eines gemeinsamen Gottesdienstes, der regelmäßig möglich sein könnte am Sonntagvormittag oder natürlich am gemeinsamen Abendmahl. Aber ich denke, unterhalb dieser Linie ist eigentlich alles möglich bei uns in dem kirchlichen Leben miteinander. Und ich denke, da wird sich noch vieles weiterentwickeln. Wir sind keine Propheten. Trotzdem, wie stellen Sie sich die Zukunft der beiden großen Konfessionen in der Zusammenarbeit in, sagen wir mal, 20 oder 25 Jahren vor? Ökumenische Zusammenarbeit in 20, 25 Jahren würde für mich heißen, wir haben in den Kirchengemeinden wirklich nur noch ökumenische Aktivitäten und nicht mehr getrennt in verschiedenen Häusern, sondern wir kümmern uns gemeinsam, vor allem als Kirchen, um alle Dinge, die in unserer Gesellschaft notwendig sind, vor allem um die sozialen Herausforderungen, die anstehen. Gemeinsame Gottesdienste und Abendmahlsfeiern am Sonntag. Ein Wunsch für viele Christen mit einem Lebenspartner der anderen Konfession. Doch während sich Theologen noch über so spröde Fragen wie das Priesteramt streiten, sitzen beide Kirchen bei vielen anderen Themen längst in einem Boot. Deshalb haben das Erzbistum Bamberg und die evangelischen Kirchenkreise Bayreuth und Nürnberg 19 Karikaturisten aufgefordert, sich Gedanken zur Ökumene zu machen. Und das ist dabei rausgekommen. Ach du lieber Gott, ist der Titel einer Wanderausstellung. Das sind ja sehr viele Versuche mit den abgebrochenen Schlüsseln. Aber auch der Karikaturist ist der Meinung, dass es jetzt endlich mal Zeit wird, dass der letzte Schlüssel nicht abbricht, sondern dass man jetzt von beiden Seiten das Schloss öffnen kann. Und ich denke, die Fülle der Schlüssel, die zerbrochen am Boden liegt, das ist jetzt genug. Und das nicht nur aus der Sicht der Kirchen, sondern auch aus der Sicht der Karikaturisten. Die Ökumene ist eine Dauerbaustelle. Knapp 500 Jahre geteilter Kirchengeschichte beinhalten eine reichhaltige Tradition, vor allem aber ein Ärgernis. Denn die Kirchenspaltung leuchtet vielen so gar nicht ein und gefährdet die Anziehungskraft der christlichen Botschaft. Also da ist noch Nachholbedarf. Also das können viele nicht mehr verstehen, warum das so eine vielleicht auch künstlich empfundene Trennung überhaupt noch existiert. Also für den Kern der Botschaft ist es wahrscheinlich wirklich schädlich. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und nicht nur ihre. Für Karikaturisten ist Kirche und Religion immerhin der drittwichtigste Themenbereich überhaupt und damit offenbar für ein breites Publikum bedeutsam. Gerhard Seitz ist einer der Ausstellungsmacher. Im Zivilberuf Pathologe am Bamberger Klinikum stellt er den beiden Kirchen eine ernste Diagnose. Ich glaube, die Diagnose, also wahrscheinlich werden sie beide doch eine Gefäßsklerose haben. Sonst wäre in mancher Hinsicht oftmals mehr Bewegung da. Klar ist aber auch, die Patienten leben noch und sind nicht chancenlos. Deshalb tun sie gut daran, sich von den Zeichnern stimulieren zu lassen, die mit spitzer Feder ins Fleisch des Status quo pieken. Die Karikatur hat ja die Aufgabe, die Dinge
forciert, prononciert darzustellen. Und da muss man auch manchmal drauf gestoßen werden. Das tun Karikaturen, das tut auch diese Karikaturenausstellung für die Ökumene. Das wirkt offenbar. Eine Lachnummer ist die Ökumene dennoch nicht. Ganz im Gegenteil. Wir wollen nicht übereinander lachen, über unsere Kirchen wechselseitig, sondern wir wollen miteinander lachen können und fröhlich sein auf dem Weg, auf dem wir inzwischen gemeinsam unterwegs sind und auf den wir andere Christen gemeinsam einladen. Wir wissen, dass wir nur gemeinsam vorankommen können und das spüren die Menschen hier im Land. Sie spüren auch, wie es immer wieder knirscht zwischen Protestanten und Katholiken, wie der Weg hin zu mehr Gemeinsamkeit erschwert wird von Differenzen, Konflikten und Erstarrungen, die insbesondere die Kirchen als Institutionen betreffen. Das Verhältnis zwischen der Erzdiözese Bamberg und dem Kirchenkreis Bayreuth ist sehr gut und ich bin sehr dankbar dafür. Auf den verschiedensten Ebenen ist es gut. Aber gerade wenn ein Verhältnis gut ist und geschwisterlich, dann gelingt es ja auch, die Unterschiede zu thematisieren. Oder man lässt sie thematisieren von Menschen, die genau hinsehen, Humor haben, zeichnen können und die Zustände so lange zuspitzen, bis sie auf dem Punkt sind. Was ich immer sage, dass Lachen gesund hält. Ja? Und man muss auch, wenn die Situation ernst ist, muss man etwas lachen können. Lachen hat was Befreiendes und vielleicht befreit es manchmal so, dass dann da die Ökumene daraus wieder auch einen Fortschritt erzielt. Ob jetzt ein Katholik oder ein evangelischer Vertreter lacht, beide haben beim Lachen folgende Einheit. Sie atmen tiefer ein, das Gehirn wird besser durchblutet, sie leben länger. Diese Ausstellung ist, ob evangelisch oder katholisch, ein harmonisierender Beitrag, dass die, die das gesehen haben, länger leben. Aber es bleibt natürlich auch optisches Juckpulver, das sich jeder kratzen muss. Denn die Kirchenspaltung muss die Christen weiterhin jucken. Weglachen lässt sie sich nicht. Und die Frage, geht's nicht ein wenig schneller, wird mehr und mehr zu einer Überlebensfrage. Die Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Kirche funktioniert in vielen Bereichen. Wenn auch manchmal nur deshalb, weil es keine Alternative gibt. In der nächsten Sendung berichten wir über ein großes Treffen des Christlichen Vereins Junger Menschen, kurz CVJM. Jedes Jahr am Pfingstwochenende treffen sich tausende Christen in Bobengrün bei Hof. Und wir sind natürlich auch mit dabei. Die Bilder dazu sehen Sie ab Mittwoch, 9. Juni hier bei Grüß Gott Oberfranken. Ich verabschiede mich heute mit einem musikalischen Gruß von Ihnen. Die A Cappella-Gruppe Wise Guys mit dem offiziellen Mottolied des Ökumenischen Kirchentags in München, damit ihr Hoffnung habt. Viel Spaß dabei, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Dass sie nicht wachsen kann, wenn sie die Welt zerstört. Auch wenn die Welt verrückt spielt, glaub weiter fest daran, dass vieles sich zum Guten wenden kann. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Feiert, lacht und singt, damit ihr Hoffnung habt. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Und dass die Sonne scheint für jeden, der im Dunkeln tappt. Damit ihr Hoffnung habt. Die Hoffnung bleibt, dass einmal alle Religionen in Frieden mit Respekt koexistieren. Bunter Haufen. Starkes Team. Faires Miteinander. Sichere Gemeinschaft. Diakonie Hochfranken. Evangelisch, menschlich, nah. Hey Oma! Na, wo gehst du hin? Was brüllst du so, Tobi? Ja, du hörst doch nichts. Bringst du wieder deine ganze Rente aufs Sparbuch? Oder? Nein, ich gehe zum Notar. Ich lass mein Testament ändern. Wie war Notar, Testament, was? Ja, ich war bei Butcher Akustik. Ich kann jetzt alles hören, was ihr sagt. Au. Butcher Akustik, zweimal in Bamberg.